So, willkommen zu einer neuen Folge. Ich weiß gar nicht, was es sein soll. Eigentlich wollte ich eine Folge Pokémon drehen. Ich bin losgegangen, habe gedacht, ich entwickle meinen Mega Aerodactyl, männlich 100, weiblich shiny, mache einen Raid dabei, gebe zwischendurch Pfand ab, lasst euch dran teilhaben. Wollte dann zum Lidl noch wandern, nach dem Raid, vor dem Raid, wie auch immer. Wollte mal die Tortilla-Chips aus dem Lidl testen, die Lisa angepriesen hat. Die hat unten ein Video geschrieben, dass die Tortillas aus dem Lidl so richtig genial sind mit Jalapeno-Lime-Geschmack. Jetzt wollte ich da heute hinwandern. Jetzt bin ich 5-mal zu Hause gewesen, hab den ganzen Pfand abgegeben, hab alles gefilmt, fand das richtig scheiße alles, dass ich das wahrscheinlich entweder gar nicht hier reinschneide oder irgendwas anderes. Dann habe ich den Mannsaulwurf getroffen, jetzt habe ich den Jan getroffen. Ich habe vom Rewe vorhin noch eine Gruppe Dudes getroffen, wo der eine in dem Community Raid von Mega Aerodactyl hinten beim Fahrstuhl reingerufen hat, Ramses. Und dann kam er vorhin zu mir und hat gefragt, ob ich das rausgeschnitten habe oder ob ich das hochlade. Ich habe gesagt, das ist schon online. Kann er ja mal reingucken. Hat sich kurz mit mir unterhalten. Fand ich mega nett auf jeden Fall. Hätte ich gar nicht gedacht, dass es noch so nette Leute gibt. Einmal hier durchquetschen kurz. Und jo, deswegen werde ich es wahrscheinlich so machen. Entweder blende ich kurz ein, was eigentlich ins Video sollte. Und ich möchte meinen Pfand abgeben. Ich habe jetzt 4 Beutel Pfand. Guck dir das an, das gute Störtebäcker Festbier Atlantic Ale. Das ist auch irgendwie mal geschickt geworden. Alles immer Montag vernichtet, ja. 2 Zettel sind am Start vom ersten Beutel, weil der Automat voll war direkt nach der ersten Flasche. Bin ich zurück, habe jetzt hier den zweiten Beutel geholt. Lauf jetzt wieder hin. So, der dritte Zettel ist am Start. So, wir laufen jetzt das dritte Mal zum Rewe. Das heißt, wir sind beim dritten Beutel angekommen. Da ist auch wieder lauter anderes Zeug drin. Hier ist die dicke, fette Faxe-Dose vom Kiesto. Ist noch gar nicht so lange her, dass wir die getrunken haben. Am Montag. Chill mit Ramses. So, und wieder den Berg hoch. Beutel 3. Zettel 4. Zettel 4, Beutel 5. Alles Bewegung. Haben jetzt den vierten Beutel geholt. Das ist der vierte Beutel, wie gesagt. Das ist das schwerste, aber auch der günstigste, sagen wir mal. So, ich habe jetzt meinen letzten Zettel geholt. Hier ist Bares für Bares. 1,57, 41 Cent, das war nix. 2,91, 4,05 und 4,90 €. Jetzt muss ich das Ganze noch einlösen. Wir haben jetzt hier 10, 13 irgendwas Euro zusammengeschnort. Ich habe gesagt, ja, Bewegung ist gut, ne? Jetzt müsst ihr ja trotzdem eigentlich erstmal heim und den Beutel heimbringen, bevor wir zum Lidl rennen, um uns dann eine Tüte Tortillas zu kaufen. Das ist doch komplett bescheuert. Und wenn ich es dann vielleicht eingeblendet habe, laufe ich jetzt mal zum Lidl und guck mal, ob ich diese Jalapeno Lime Tortillas finde und werde die dann mal testen in alter Ramses Kitchen Manier. Ui, scheiße, würde der Natururin sagen. Jetzt habe ich es natürlich komplett verrafft. Normalerweise wäre ich jetzt hier rausgekommen mit einer Flasche Bier. Hätte gesagt, ich habe mich komplett verlaufen. Darauf erstmal ein Bier. Aber Grüße an den Leon. Es ist ja nicht so, dass ich jeden Tag Bier trinke. Deswegen muss das ohne Bier gehen. Und mein Ziel war ja einfach nur, diese komischen Tortillas zu holen. Jetzt bin ich hier angekommen. Da ist der Netto, ja. Und eigentlich dachte ich, da ist der Lidl, aber da ist nicht der Lidl, da ist der Aldi. Das heißt, ich habe die schon wieder verwechselt, was sonst nicht so schlimm ist, aber diesmal schon, weil jetzt bin ich hier umsonst hergelaufen. Ich kann das gleich mal rumdrehen. Wenn die Dame eingestiegen ist, drehen wir mal die Kamera. Da ist der Netto, ne? Wunderbar, da wirst du halt halb umgefahren. Und da ist der Aldi. Und ich habe gedacht, das ist der Lidl, jetzt bin ich hierher gelaufen, ohne irgendwas. Und der Lidl heißt jetzt, der ist beim Friedhof oben am anderen Ende der Stadt. Jetzt muss ich wieder durch ganz Hibu laufen. Auf der Suche nach dem Lidl. Ich habe aber mal den Kästor kontaktiert
Und der Käster hat mir zugesichert, dass diese komischen Tintenfische, die er damals hatte, also diese riesengroßen, langen, perversen, die hat er ja auch aus dem Lidl gehabt. Das heißt, es lohnt sich doppelt, zum Lidl zu gehen, weil ich dann vielleicht diese Tintenfische finde und vielleicht noch diese Tortilla-Chips, obwohl die Fische bestimmt nur in der Werbung waren und es dies jetzt gar nicht mehr gibt. Egal, wir laufen jetzt doch mal hoch zum Lidl. Vielleicht schaffen wir es unterwegs trotzdem mal einen Raid zu machen, wenn irgendwo einer aufgeht, dass ich meinen täglichen Pass wenigstens weg habe. Nichts wäre jetzt schöner als ein Wegbier. Denkt euch einfach ein Bier und wir sehen uns wahrscheinlich auf dem Weg zum Lidl. Oha, ich habe einen Penis gefunden. Guckt euch das an. Da sind sogar noch Haare dran. Das ist so detailliert. Das hast du noch nicht gesehen. So ein schöner. Habt ihr auch schon mal einen Schneepenis gebaut? Schreibt es mal in die Kommentare. Ich schwöre, der ist nicht von mir. Der stand hier schon, als ich vorbeikam. Ach, da drüben ist eine Vagina. Gut, dann können wir ja weitergehen. Jetzt haben wir noch was gefunden, und zwar der Orion-Laster. Den habe ich heute schon 50 Mal gesehen. Der fährt, glaube ich, den ganzen Tag durch die Stadt. Ich weiß nicht, was der macht oder was der vorhat. Ich habe noch nie einen Orion-Laster gesehen. Und jetzt sehe ich den heute immer zu. Das ist ein Zeichen, das ist ein... Egal. Das erste Mal in meinem Leben, dass ich sehe, dass da drüben die Tür auf ist, da beim Stadtwappen, da wo der Container steht, direkt davor ist eine Tür, wo jetzt die Sachen rausgetragen werden. Da stehe ich sonst immer, wenn ich Community Raid mache oder irgendwas, lege da immer meine Handys alle ab, weil das wie so ein Fensterbrett ist. Habe mich immer gewundert, wieso da eine Tür ist, mitten in der Luft. Weil wenn du die aufmachst und rausläufst, fällst du einfach runter. Aber jetzt weißt du warum, ne? Container hingestellt, dann geht's ab. Können sie hier das Zeug transportieren. Noch nie gesehen. Seit 33 Jahren noch nie gesehen, dass die Tür auf ist. Heute ist die Tür auf. Habt ihr auch offene Türen? Schreibt's mal in die Kommentare. Schreibt's mal an die Dromedare, genau. Und jetzt wisst ihr auch, wieso ich so ungern Bus fahre. Immer wenn ihr mich auf die Bank setzt, bricht die durch, und stehen möchte ich nicht, und deswegen habe ich dann aufgehört, Bus zu fahren. So, nach 1000 Jahren sind wir jetzt hier am verschmierten Edeka vorbeigekommen. Den seht ihr da drüben. Aber das ist immer noch nicht das Ziel. Da seht ihr Brüste, damit das Video gleich wieder gesperrt wird. Wir haben immer noch ein Stück vor uns. Da oben kommt nämlich nochmal Netto, nochmal Rewe, und da ist aber auch endlich dann der Lidl, wo ich jetzt einfach nur die Chips suche. Jetzt sind wir fast angekommen. Hier ist schon wieder ein Netto. Er sieht auch ganz anders aus als der normale Netto. Da vorne ist der Lidl, da wollen wir hin. Und ganz da drüben ist nochmal ein Rewe. Oh mein Gott, schnell Tarnung aufsetzen, dass einen keiner erkennt. Und hier liegt überall so viel Schnee. Das sieht alles richtig genial aus. Da möchte man am liebsten gleich reinspringen. In aller Jackass-Manier. Aber ich bin so fertig mit der Welt. Und das alles ohne Bier. So. Ich will es mal kurz vorlesen. Denn die Lisa, also Never Celeste Number One, Never Celeste Number One, hat geschrieben: Da du wie ich auf Tortillas stehst, empfehle ich vom Lidl die Jalapeno Lime Style Tortillas von der Marke Snack Day. Packung ist groß, 300 Gramm und dunkelblau-schwarz. Vielleicht hast du ja einen Lidl in der Nähe. Könnte man so sagen, dass der in der Nähe war. Dafür sind wir jetzt hierher gewandert. Das war unter dem Robs Chips Video übrigens. Wir gehen jetzt mal rein und gucken, ob wir die finden. Das muss ich noch mal vor Auge halten. Nicht, dass ich die falschen nehme. Fertig mit der Welt. So, jetzt habe ich euch noch die traurige Geschichte zu erzählen. Ich bin den ganzen Weg umsonst hierher gelaufen. Erst laufe ich falsch. Erst wollte ich Mega Aerodactyl
entwickeln, wollte Video machen, wollte Raid machen, habe kein Raid gefunden, kein gar nichts. Entwickelt habe ich auch nichts. Dann denke ich, ich laufe einfach nur so zum Lidl. Wo bin ich hingelaufen? Zum Aldi. War auch verkackt. Jetzt laufe ich hier hoch. Habe ich gedacht, gut, ich habe zwei Sachen. Die Tintenfischarme vom Kesto, die es nicht gibt, weil es die ja immer nur in der Werbung gibt. Hätte man sich denken können, außer ich. Und die Tortillas gibt es leider auch nicht, weil wir halt einfach ein kleines, eine Kleinstadt sind. Hier gibt es ganz normal. Es gab Salz, Nacho Cheese und es gab Paprika. Diese drei Sorten gab es im 300 Gramm Tortilla Beutel von Snack Day oder wie der Typ heißt. Sonst gab es nichts. Es gibt keine anderen Tortilla Sorten hier bei uns da drin von Snack Day. Also nichts mit Jalapeno Lime. Jetzt bin ich also umsonst hier hoch und am Ende bleibt halt nur noch eins, wie es auch hier drauf steht. Auf der Dose Bierchen. Hätte ich jetzt eine gute Kamera, ne? Bierchen. Und dann haben wir das jetzt extra aggressiv aufgemacht, dass das rumspritzt und würde sagen, das war's von meiner Seite aus. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin. Peace out. Vorhaut, euer Ramses. Oder die Lisa muss mir mal so eine Tüte schicken, damit ich die mal probieren kann. Ich hau das jetzt hier weg, weil ich keinen Bock habe, mit der Bierdose durch die ganze Stadt zu laufen. Also Prost, bis zum nächsten Mal. Und das ist jetzt halt die Ersatzwanderung für Donnerstag, weil das mit Jenaya ja leider ausfällt bzw. verschoben wird. Aber es hat Spaß gemacht. Bewegung tut gut und immer mal ein Ziel zu haben, wo man hinlaufen kann, war doch ganz